Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und es gibt Neuigkeiten zu Star Wars Battlefront 2. Wieder mal ein ganz kleines News-Update, denn es soll ja ein Patch kommen, der nochmal so ein bisschen was verbessert, ne? So ein paar Bugfixes und natürlich auch diese Darth Maul Challenge verändert. Jetzt wurde aber auch nochmal vom Guillaume, also dem Hero-Designer, bestätigt, dass nochmal ein letztes kleines Balancing-Update kommt, also mit diesem Update. Und zwar betrifft das Kylo und Vader. Bei Kylo wird die Fähigkeit Raserei geschwächt, die macht 10 weniger Schaden und das ist diese mittlere Fähigkeit, mit der er so von Ziel zu Ziel springt. Damit macht er jetzt halt, ne, pro Schlag jeweils dann 10 weniger Schaden anstatt die 10 extra. Und bei Vader wird der Lichtschwertwurf verschlechtert um 20 Schaden und wenn er einen Gegner hochhebt mit seinem Würgegriff und dann auf diese Leute Schaden macht, wird dieser Schaden ebenfalls verringert. Das soll so ein bisschen laut seiner Aussage so ein bisschen gegen diese ganze Kombination helfen, wenn man einen, ne, mit dem Würgegriff hochhebt und dann mit dem Lichtschwertwurf einfach einmal durchwirft, dass man die dann halt wirklich sehr extrem, dass man denen dann extrem viel Schaden zufügen kann. Das heißt, Leute, die halt gerade im Würgegriff drin sind, sich da drin befinden, die kriegen die Hälfte nur des Schadens und allgemein der Lichtschwertwurf wurde um 20 Schaden verringert. Das heißt, Vader kriegt schon ja einen relativ ordentlichen Nerf, zumindest was so seinen Schadensoutput angeht. Und ansonsten konnte er wohl leider nichts mehr großartig ändern. Er schreibt hier auch häufiger, das Zeitfenster, was er da irgendwie hatte, war zu kurz. Er musste sehr, sehr sichere Veränderungen machen. Das heißt, er konnte jetzt nicht großartig irgendwas komplett verändern. Er schreibt hier auch was von Safe Changes. Das heißt, dass man die wahrscheinlich nicht großartig testen konnte, sondern dass er halt wirklich nur mit diesen Schadenswerten so ein bisschen rumgespielt hat. Dass er deswegen halt nicht viel großartigen Aufwand darin machen konnte. Weil er arbeitet ja natürlich jetzt schon an einem anderen Spiel. Und es arbeiten ja gar nicht mehr so viele Leute an dem Battlefront 2. Das heißt, großartige Patches, ansonsten können wir wahrscheinlich wirklich gar nicht mehr erwarten. Irgendwelche großartigen Balancing-Sachen wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich persönlich gehe davon aus, dass das tatsächlich jetzt das letzte Update sein wird. Es ist ja auch nur so ein ganz, ganz kleines Update, was quasi nochmal so den letzten Feinschliff macht. Wir werden natürlich trotzdem sehen, ob in Zukunft nochmal irgendetwas kommt. Ich werde euch natürlich dann darüber informieren. Aber es scheint mir ganz so, als wäre das jetzt wirklich das allerletzte Update. Wann es genau kommt, ist noch nicht so ganz klar. Es wurde nur gesagt, dass es halt nicht diese Woche kommt, sondern ich persönlich gehe dann davon aus, dass es halt ab nächster Woche irgendwann kommen kann, ne? Ob es dann jetzt nächste Woche irgendwie sein wird oder ob das dann tatsächlich erst im Juni kommt, weiß man allerdings noch nicht. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Damit war es das mit dem Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao, ciao.